Guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass wir uns heute Morgen hier zusammengefunden haben. Mein Name ist Falk Kucker, wie der Herr mich schon kurz vorgestellt hat. Ich arbeite bei der Firma OutSystems, einem führenden Hersteller im Rahmen der Low-Code-Plattform. Und ich bin in Zentraleuropa verantwortlich für den Bereich Solution Architecture. Das bedeutet, dass wir mit Kunden gemeinsam daran arbeiten, Anwendungsfälle für Low-Code zu finden und zu schauen, wie wir diese im Unternehmen umsetzen können. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Überblick dafür geben, wo wir bei Kunden eigentlich die Probleme sehen, wieso es Low-Code-Plattformen heutzutage gibt und wieso Low-Code-Plattformen Sinn machen. Und möchte Ihnen auch ein bisschen eine Idee davon geben, warum OutSystems als Hersteller innerhalb der Low-Code-Plattform einige Dinge hat, die uns sehr unique machen und die auch dafür sorgen, dass wir innerhalb der Low-Code-Markt einer der Leader sind. Wenn wir uns anschauen, wo die Geschäfte heute stehen, wo die Kunden stehen, mit denen wir häufig unterwegs sind, dann ist es so, dass in dem ganzen Bereich digitale Transformation und Umsetzung neuer digitaler Initiativen durchaus das eine oder andere Problem auf einen warten. Viele Kunden haben nicht nur ein entsprechend großes Backlog, sondern wir haben im Tagesgeschäft auch noch das Problem, dass das Backlog stärker anwächst, als sie mit den aktuellen Mitteln in der Lage sind, dieses Backlog tatsächlich abzuarbeiten. Und das kombiniert mit den Mengen an Ressourcen und am Budget, die ich im täglichen Bedarf dafür aufwenden muss, meine aktuellen Anwendungen und meine aktuellen Geschäfte tatsächlich am Laufen zu halten, bedeutet, dass ich relativ wenig Zeit dafür habe, tatsächlich Innovationen voranzutreiben. Und das ist das, was sowohl meiner Firma im Business eigentlich hilft, sich zu differenzieren und mir hilft, im Markt tatsächlich aktiv zu sein. Wenn ich das Ganze kombiniere mit dem weithin vorhandenen Fachkräftemangel, das heißt, wie viele Ressourcen habe ich eigentlich zur Verfügung, um mich in technischen Projekten zu unterstützen und was kosten mich diese Ressourcen? Was kostet es mich nicht nur, diese Ressourcen zu bekommen, sondern auch diese Ressourcen über die Zeit weiterzubilden an die neuen technischen Anforderungen, die im Markt und vom Endkunden und vom Mitarbeiter an mich herangetragen werden, um die digitale Transformation voranzutreiben? Und in dieser Kombination brauchen Kunden eigentlich eine Lösung, die dafür sorgt, dass es einfacher ist, damit umzugehen. Das Problem wird allerdings nur noch dadurch schlimmer, wenn ich mir gewisse andere Punkte anschaue. Zum Beispiel die Frage, wie viele Applikationen brauche ich eigentlich? Wir sind heute aus dem täglichen Leben daran gewöhnt, dass wir für alles, was wir machen wollen, als erstes schauen, gibt es dafür eine Applikation, mit der ich das machen kann. Vielleicht noch auf Webseite, häufig auf dem mobilen Device. Wir sind das sowohl als Mitarbeiter als auch als Endkunde gewöhnt, dass uns einen ganz anderen Zugang zu den Dienstleistungen und Services einer jeweiligen Firma ermöglicht. Und das ist etwas, was von jeder Firma heutzutage erwartet wird. Das kombiniert mit der Frage, auf wie vielen unterschiedlichen Plattformen ich eigentlich diese Anwendung zur Verfügung haben muss. Ich bin immer stärker daran gewöhnt, dass ich eine Anwendung nicht nur auf jedem beliebigen Enddevice, egal von welcher Firma es jetzt kommt, zur Verfügung gestellt bekomme und in einem vergleichbaren Look and Feel oder zumindest in einer Grundart, wie ich damit umgehe, sondern ich bin als Endkunde auch daran gewöhnt, dass ich eine Applikation oder eine Interaktion mit einer Firma auf einem Device starten kann und auf einem anderen weiterführen kann. Wenn ich unterwegs hergehe und im Laden einen Artikel scanne, weil ich sage, den würde ich vielleicht gerne online nachher kaufen, möchte ich in der Lage sein, zu Hause an meinem Computer die ganze Transaktion weiter fortzuführen. Das Ganze kombinieren mit der Frage, wo heutzutage meine Daten herkommen. Und Daten bedeuten halt nicht nur, ich habe vielleicht eine Unternehmensdatenbank und einen Flatfile, aus dem ich Daten herhole, sondern es bedeutet, ich habe eine Menge an Datenbanken, aus denen ich mir Informationen hole, vielleicht intern, vielleicht extern, kombiniert mit einigen ERP-Systemen, verschiedenen Dienstleistungen, die ich vielleicht irgendwo aus dem Internet habe, IoT-Services, AI-Services, künstliche Intelligenz zu gewissen Informationen, Drittanbieter über Web-Services. Und all das muss ich in meine Anwendungen integrieren und möchte dabei möglichst wenig damit zu tun haben, wie eigentlich die technischen Probleme, die darunter liegen, zu handeln sind. Das Ganze kombiniert mit der Frage, welche Technologien verwende ich eigentlich, um das Ganze umzusetzen. Und Technologien bedeutet heute, dass ich mich zum einen natürlich auf immer neue Endgeräte einstellen muss. Die neueste Version vom iPhone und die neueste Version von Android bedeutet, dass ich mich irgendwie in der Programmierung zu Teilen daran anpassen muss, dass es auch auf diesen Geräten gut aussieht, wenn ich es von Hand mache. Das Gleiche bedeutet allerdings auch, dass es mal wieder ein neues JavaScript-Framework gibt, was dafür sorgt, dass ich heute tatsächlich sämtliche Probleme aber auch garantiert innerhalb kürzester Zeit lösen kann. Der Einarbeitungsaufwand allerdings häufig höher ist, so hoch ist, dass es sehr lange dauert, bis ich den Nutzen am Ende des Tages herausbekomme.
Und das kombiniert mit der einzigen Sache, die heute tatsächlich in allen Bereichen konstant ist. Und das ist die Tatsache, dass ich immer wieder Änderungen habe. Eine Applikation wird heute nicht mehr erstellt und über die nächsten Jahre nur noch mit Bugfixes gepflegt oder mit kleinen Änderungen, sondern ich erwarte, dass eine Anwendung sich permanent über die Zeit anpasst an die geänderten Anforderungen, die ich habe. Anforderungen, die vom Kunden kommen, die vom Mitarbeiter kommen, die von regulatorischen Einflüssen kommen oder die auch einfach vom Mitbewerb kommen, weil der Mitbewerb es geschafft hat, gewisse Dinge schneller reinzubringen als ich und ich an der Stelle zumindest mal Gleichheit herstellen muss. Und das bedeutet, dass wir heutzutage einen besseren Weg finden müssen als den, den wir heute haben. Wir müssen einen Schritt drauflegen, wir müssen einen Schritt weitergehen, um tatsächlich die digitale Transformation zumindest mal zu starten, wenn nicht entsprechend voranzubringen. Und dafür brauchen wir eine andere Herangehensweise und da kommen Low-Code-Plattformen ins Spiel. Und das, was wir im Rahmen Low-Code umsetzen, was wir als Digital Factory bezeichnen. Das bedeutet als erstes, wir brauchen eine Plattform, die es mir ermöglicht, Anwendungen schnell herzustellen. Die Entwicklungszeit, die Zeitspanne von, ich habe eine Anforderung, die aus dem Business, vom Endkunden her kommt und kann diese in eine digitale Werkbank umsetzen. Kann sie umsetzen in etwas, was mir das digital unterstützt und tatsächlich die Idee auch nicht zu Papier, sondern in dem Fall in eine Applikation auf dem Enddevice oder auf dem Web bringt. Und das bedeutet, wenn wir es vergleichen mit aktuellen Lebenszyklen, dass Kunden die Low-Code-Plattformen, insbesondere OutSystem einsetzen, dabei einen viel schnelleren Zyklus haben von der Anforderung hin zur tatsächlichen Umsetzung der Applikation. Für viele unserer Kunden ist es nach einer Einarbeitung tatsächlich der Fall, dass die durchschnittliche Zeit, um eine Anwendung umzusetzen, etwa bei 8 Wochen liegt. Von ich habe ein erstes Requirement zu ich bin produktiv mit der Anwendung. Das kombiniert mit einer Plattform, die mir eine gewisse Agilität liefert. Das heißt, wie schnell kann ich eine Anwendung, die ich einmal erstellt habe, auch an geänderte Anforderungen anpassen? Geänderte Anforderungen anpassen bedeutet, ich muss als erstes verstehen, wie etwas entwickelt worden ist, muss in der Lage sein zu finden, wo ich Änderungen machen muss, muss in der Lage sein, die auch schnell und einfach umzusetzen, und zwar ohne, dass ich irgendwo in der Anwendung etwas anderes kaputt mache. Und das ist im Handcoding, traditionellen Coding teilweise recht schwierig und in einer Low-Code-Plattform um Längen einfacher. Und am Ende die Metrik, die eigentlich für uns alle wichtig ist, nämlich die Metrik, wie wird die Anwendung angenommen und wie viel wirklichen Business Value generiere ich aus einer Anwendung? Wie viel Kundenzufriedenheit habe ich? Wie viele Bestellungen habe ich? Wie viele glückliche Mitarbeiter habe ich, die tatsächlich eine abhaben, die sie unterstützt im täglichen Arbeitsalltag, statt sie daran zu hindern, das zu machen, von dem sie wissen, was eigentlich richtig ist? Und das ist mit traditioneller Software aus unserer Erfahrung häufig relativ schwierig. Wenn Sie da ein 30-Mann-Team sitzen haben, was Ihnen per Handcodierung über Monate etwas entwickelt, um dann am Ende festzustellen, dass Sie irgendwo am Anfang einen Fehler im Design gemacht haben und vielleicht tatsächlich nicht in der Lage sind, die Sache, die Sie vor ein paar Millionen entwickelt haben, heute produktiv zu setzen, ist das äußerst ärgerlich. Das Ganze ist teuer. Es ist sehr langsam, es dauert sehr lange, bis Sie tatsächlich Ergebnisse sehen und diese Ergebnisse entsprechend auch bewerten können. Und es ist auch nicht gerade einfach, diese Sachen zu ändern. Insbesondere, wenn Ihnen vielleicht mal der eine oder andere Entwickler geht, dann nachher zu gehen, seinen Code zu verstehen, besonders mangels der Dokumentation, die aus Zeitgründen häufig hinten runtergefallen ist, das ist nicht gerade einfach. Und dazu gibt sich heute die Frage, wie schnell bekommen Sie eigentlich entsprechende Ressourcen? Wie viele Leute auf dem Markt bekommen Sie nur, die sich tatsächlich mit diesen Dingen auskennen? Oder wo nur etwas im Lebenslauf steht und am Ende des Tages haben Sie nicht gerade das Ergebnis, das Sie haben wollen. Das zusammen mit der Lernkurve, neue Leute tatsächlich zu einem Experten zu bringen, das ist ein Problem, mit dem wir in der Industrie umgehen müssen. Und eine Low-Code-Plattform kann dabei helfen. Eine Low-Code-Plattform hat gewisse Grundlagen, die von vornherein die Entwicklung der Anwendung einfacher macht. Zum einen passiert Entwicklung visuell. Das bedeutet, ich habe viel schneller ein Feedback dessen, was ich tatsächlich tue und kann mir auch viel besser später einen Überblick dessen verschaffen, was die Anwendung tut und in welchen Bereichen die Anwendung etwas auf eine bestimmte Art und Weise tut. Durch die visuelle Art und Weise und die vorgefertigten Komponenten ermöglicht mir eine Low-Code-Plattform auch eine viel schnellere Entwicklung. Das heißt, ich habe viel schneller ein erstes Feedback, was ich mit einem Business-User, mit einem Endkunden entsprechend abgleichen kann, um zu schauen, ob das, was ich entwickle, auch tatsächlich das ist, was er im Sinn hat. Und komme viel schneller an den Punkt, dass ich vielleicht auch die Version 2 der Requirements und dann die Version 2 der Anwendung herstellen kann, weil ich viel schneller ein Feedback habe, was eigentlich möglich ist.
Was eine Low-Code-Plattform heute von vielen grafischen Tools, die wir früher in der IT schon einmal hatten, unterscheidet, ist tatsächlich die Möglichkeit, dass ich eine Enterprise-Grade-Plattform habe. Das heißt, in vielen Bereichen, sei es Skalierbarkeit, Performance, Sicherheit, habe ich heutzutage eine Plattform, die den Anforderungen gewachsen ist, die ich tatsächlich beim entsprechenden Kunden und im Markt auch vorfinde, um ein System zu entwickeln, was auch durchaus im Kern des Businesses laufen kann. Die nächste Sache ist, dass eine Low-Code-Plattform einen viel geringeren Lernaufwand hat als traditionelle Programmierung. Und ich sage einen viel geringeren Lernaufwand im Vergleich zu, sie hat keinen Lernaufwand. Denn für jedes Tool, was entsprechend mächtig ist und so auch für eine entsprechende Low-Code-Plattform wie die von OutSystems, haben Sie natürlich einen gewissen Lernaufwand am Anfang, um diese korrekt umzusetzen. Die Idee, dass ich mich vor ein Werkzeug setze und tatsächlich von jetzt auf gleich damit anfange, etwas zu entwickeln, ist zwar schön, um einen ersten Einstieg zu haben, aber um wirklich eine Enterprise-Grade-Applikation auf dieser Enterprise-Grade-Plattform zu erstellen, habe ich einen gewissen Lernaufwand. Der ist allerdings bei einer Low-Code-Plattform um Längen geringer, als dass wir sie bei einer traditionellen Codierung haben. Und all das hilft uns hoffentlich, dass wir von dem Stand, wo wir heute im Rahmen der Softwareindustrie sind, nämlich in einer Industrie, die einen extrem hohen manuellen Fertigungsgrad hat, bei dem sehr viele Sachen noch so gemacht werden, wie wir vor Jahrzehnten oder vielleicht sogar 100 Jahren oder länger gewisse Dinge hergestellt haben. Genau diesen Punkt in der IT, von dem wollen wir weg. Und das bedeutet, dass wir im Rahmen von Low-Code den wichtigen Punkt haben, dass wir Automatisierung in den Software-Delivery-Lifecycle mit reinbringen wollen. Automatisierung an den richtigen Stellen, Automatisierung, wo es Ihnen helfen kann, unter Beibehaltung all der Möglichkeiten, kreativ zu bleiben, all der Möglichkeiten, Anpassungen zu machen. Und genau da grenzt sich Low-Code in einem Enterprise-Grade auch ab von einem Low-Code, in nur ein reines geringes Tool ist. Werden wir noch ein bisschen darauf eingehen. Wenn wir uns den Software Development Lifecycle anschauen, dann haben wir irgendwann mal den Punkt gehabt, dass alles vom Start to Finish tatsächlich manuell gemacht wurde. Welche Plattform wähle ich aus? Auf welche Hardware läuft das Ganze? Wie bestelle ich das? Wie stelle ich mir einen entsprechenden Rechner zur Verfügung für das Projekt? Welche Plattform wird darauf verwendet? Welchen Application Server suche ich aus? Welche Programmiersprache? Ein langwieriger Prozess, wie ich das Ganze in Produktion bringe, wenn ich es einmal entwickelt habe. Und über die Zeit haben wir gesehen, dass viele dieser Bereiche uns eigentlich immer mehr automatisiert worden sind. Angefangen hat das Ganze in dem Bereich IaaS, Infrastructure as a Service, der ganze Bereich Cloud. Wie bekomme ich eine Infrastruktur? Und statt eine langwierige Auswahl zu machen, ist es heute halt so, dass ich auf einen Button drücke und innerhalb von Sekunden oder maximal Minuten habe ich eine entsprechende Infrastruktur, auf der ich etwas installieren kann und mit der ich arbeiten kann. Viel Automatisierung in dem Teil, wo mich die Details, welche Netzwerkkarte ist da drin, auch nicht mehr zwingend kümmert, sondern es geht darum, dass ich einen Dienst habe und dieser Dienst auf einer weit höheren Abstraktionsebene geliefert wird und ich am Ende ein Resultat habe, was mir hochqualitativ das bietet, was ich will. Der zweite Schritt danach war über die IaaS-Provider hinaus die PaaS-Provider, Platform as a Service. Das heißt Hersteller, die mir mit einem Knopfdruck in der Lage waren, einen kompletten Application-Stack in einer Multi-Tier-Architektur zur Verfügung zu stellen. Ich habe auch da die Möglichkeit gehabt, eine hochqualitative Lösung automatisiert in kurzer Zeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Am anderen Ende gibt es den ganzen Bereich DevOps-Herstellung. Das heißt, die Frage, wie gehe ich eigentlich auf einem schnelleren Weg mit einer Applikation, die ich einmal entwickelt habe, in Produktion, um da Automatisierung ebenfalls wieder einzuführen, unter Beibehaltung sinnvoller Prozessschritte, um auch da eine hohe Qualität zu liefern. Und den ganzen Bereich dazwischen drin haben wir bis heute in vielen Firmen immer noch extrem manuell. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich mit zwei Klick meine Infrastruktur komplett zur Verfügung habe, inklusive meiner Umgebung, fange ich wieder von vorne an, manuell zu entwickeln, Stück für Stück, bevor ich dann automatisiert das Ganze in Produktion nehmen kann. Und in dem Fall kommt Low-Code mit rein, um auch da Automatisierung zu liefern. Und zwar Automatisierung für die Dinge, mit denen Sie sich innerhalb Ihres Business tatsächlich nicht mehr differenzieren. Denn die Frage, wie ein gewisses UI-Element aussieht, wie es hergestellt wird, wie ich eine Integration mache, wie die Details im Business-Prozess sind, sind vielfach Dinge, wo ich sehr viel Automatisierung reinbekommen kann und keinerlei Qualitätsverlust, häufig sogar einen Qualitätsgewinn habe an der Stelle. Und daraus ergibt sich die OutSystems-Entwicklungsplattform, die dies unterstützt. Zum einen, wie gesagt, der Punkt, eine Visual Full-Stack Development. Und Full-Stack bedeutet in dem Fall halt nicht,
wie bei einigen Tools, dass ich nur eine UI-Komponente habe, die ich visuell entwickeln kann, sondern auch, dass ich Integrationen in entsprechende Backend-Systeme visuell entwickeln kann, dass ich mir meine Business-Prozesse im kompletten Ablauf visuell entwickeln kann und dass ich das alles entsprechend sinnvoll zusammenbringe auf einem visuellen Weg. Und Visual Full Stack Development in dem Fall auch die Möglichkeit, dass ich zwar visuell die Automatisierungsmöglichkeiten habe, aber dass ich danach von der Plattform auch die Möglichkeit geliefert bekomme, wenn ich Anpassungen machen will, wo ich tatsächlich aus gewissen Gründen nochmal ins Handcoding muss oder in die Details rein muss, gibt es mit der Hilfe der Autosys-Plattform immer noch die Möglichkeit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Und das bezeichnen wir als Low-Code with no walls. Was im Endeffekt bedeutet, wir geben Ihnen die Low-Code-Automatisierung, um die ersten Schritte sehr schnell zu gehen und zu einem 95% des Projektes immer komplett visuell abzudecken und bei einigen Projekten die Möglichkeit zu haben, gewisse Dinge dann in der Handcodierung dazu zu nehmen, selber anzufassen, selber zu customizen und dies ebenfalls innerhalb der Plattform machen zu können, statt einen Bruch in der Entwicklungsmethodologie zu haben. Zweiter Punkt, der ganze Bereich, wohin deploye ich? Die Möglichkeit, einmal ein visuell generiertes Modell herzunehmen und daraus sowohl eine responsive Web-Application zu generieren, also die gleichen Teile des Modells herzunehmen und eine native mobile Applikation daraus zu generieren. Und nativ bedeutet wirklich auf eine Applikation, die ich auf dem entsprechenden Enddevice deploye und installiere, entweder über ein MDM-Tool wie AirWater oder Mobile Iron oder über einen entsprechenden App Store, entweder von Apple oder den Google Play Store für Android. Genau die Möglichkeit zu deployen in Hinsicht auf Funktionalitäten für Voice Assistants oder für Bots-Integration. Und das Ganze über den kompletten Lifecycle. Es geht bei OutSystems, der Low-Code-Plattform, nicht nur darum, eine Anwendung zu entwickeln, sondern es geht darum, den kompletten Lebenszyklus von Requirements Engineering, Requirements Aufnahme, Anforderungsaufnahme, Entwicklung, einem schnellen Prototyping hin zu einer Enterprise-Grade-Applikation und ein Deployment in die entsprechende Produktion zu bringen. Und da haben wir das Prinzip, dass wir den kompletten Lebenszyklus mit Mechanismen innerhalb der Toolkette bei uns abdecken können. Allerdings gleichzeitig auch offen dafür sind, mit entsprechenden Drittanbietern zusammenzuarbeiten und zu integrieren. Solche Sachen wie Mobile Iron und AirWatch habe ich schon erwähnt. Seien das andere Sachen wie Jira oder Microsoft Foundation Server. Ähnliche Geschichten. Wenn wir wissen, dass wir im Normalfall nicht auf einer grünen Wiese anfangen, sondern dass wir ein Enterprise-Umfeld haben, in das wir integrieren wollen. OutSystems ist anerkannter Leader in dem Bereich sowohl General App Development als auch Mobile App Development, sowohl bei Forrester als auch bei Gartner. Wir haben teilweise diese Bereiche mitdefiniert und den Firmen dabei mitgeholfen zu verstehen, was eigentlich möglich ist. Und wir sind über die letzten Jahre, zum Beispiel im Bereich Mobile Application Development, wo wir in 2015 noch gar nicht vertreten waren, sehr schnell zum Leader aufgestiegen und sind auch da ganz vorne mit dabei und definieren auch, was an Dingen eigentlich möglich ist aus der Innovation, die wir als OutSystems mit auf den Markt bringen. Und zwei wichtige Gründe dafür sind zum einen die Enterprise-Grade Scalability, Security und Readiness. Wir sind eine Firma, die es seit 2001 gibt. Das heißt inzwischen seit fast 18 Jahren. Und wir haben natürlich auch 2001 nicht mit einer Qualität in der Software angefangen, die wir heute haben, sondern wir sind mit den Anforderungen des Kunden gewachsen. Wir haben heute Kunden, die teilweise unsere Software schon seit 15 Jahren einsetzen. Und die Software, die sie heute einsetzen, ist natürlich eine andere als die, die wir vor 15 Jahren hatten. Und wir sind mit den Kundenanforderungen gewachsen. Und wir wissen deshalb heute genau, wie ein Enterprise-Anforderungen aussieht, wie wir skalieren müssen, wie wir die Sicherheitssachen umsetzen müssen und haben deshalb heute eine Plattform, die entsprechend ein Leader im Markt ist. Und darüber hinaus, wie Sie schon erwähnt hatten, die Unterstützung für einen großen Umfang an verschiedenen Devices, auf denen die Anwendung am Ende des Tages deployed werden kann. Es gibt verschiedene Arten von Use Cases für Low-Code, die man typischerweise sieht. Wir kategorieren das in drei große Bereiche. Das ist zum einen der ganze Bereich Digital Operations. Das bedeutet, ich nehme heute vorhandene, entsprechende, häufig manuelle oder papierbasierte Prozesse. Ich streamline diese Prozesse und unterstütze sie mit einer entsprechenden digitalen Initiative, mit einer digitalen Applikation. Der zweite Bereich, das ganze Bereich Digital Experience. Das heißt, wie nehme ich eigentlich meinen Kunden mit rein und bringe meinen Kunden zu den wichtigen Teilen innerhalb meiner Firma, zur Interaktion mit meiner Firma und festlegen dabei.
Und dann der dritte Bereich, den viele Leute im ersten Moment nicht bei Low-Code verordnet sehen, das ist der ganze Bereich Digital Core. Das heißt tatsächlich, große Legacy-Systeme zu nehmen, basierend auf ERP, auf Eigenentwicklung, auf Hostenentwicklung und diese entweder mit einer Low-Code-Komponente zu ergänzen im Bereich Customizing oder tatsächlich auch diese Systeme komplett abzulösen mit Low-Code-Entwicklung. Und das ist etwas, wo viele Leute im ersten Moment zweifeln, wenn sie mit Low-Code noch nicht sehr vertraut sind. Und wo es schön ist zu sehen, dass wir viele Kundenbeispiele haben, die tatsächlich in dem Umfeld den Schritt mit uns zusammen gegangen sind und auch sehr glücklich sind damit, wie sie ihre Legacy-Applikationen abgelöst haben, wie sie ihre ERP-Systeme abgelöst haben, komplett mit einer Eigenentwicklung basierend auf Low-Code. Die Anforderungen in den drei Bereichen oder die Hauptschwerpunkte in den drei Bereichen sind natürlich unterschiedlich. Im Bereich Digital Operations geht es häufig darum, dass ich sehr unterschiedliche und sehr vielfältige Integrationsanforderungen habe. Ich brauche gleichzeitig sehr komplexe UIs, die genau darauf zugeschnitten sind, wie halt heutzutage die Leute an ihre Papierprozesse gehen. Im Bereich Digital Experience geht es häufig darum, dass ich am Ende einen Pixel-Perfect User Experience habe, wie eine Applikation wirklich rüberkommt. Das ist mein Image nach außen hin zum Endkunden und es muss eine sehr runde Erfahrung sein, die der Endkunde hat, um damit zu arbeiten. Und dann im kompletten Bereich Digital Core die ganze Frage nach Skalierbarkeit, Sicherheit, Ausfallsicherheit. Das sind wirklich Bet-Your-Business-Applications. Das heißt, wenn das Ganze ausfällt, gibt es einen gewissen Zeitpunkt nach 10 Minuten, 2 Stunden, einem Tag, wo das Business so viel Schaden hat, dass die Frage ist, wie das Ganze eigentlich weitergeht. Und die meisten Low-Code-Plattformen, die heutzutage am Markt vertreten sind, gehen eher in diesen Bereich Digital Operations. Während wir einfach auch aufgrund der langen Erfahrung, die wir mit Kunden gemacht haben, sämtliche drei Bereiche in dem Rahmen abdecken. Als OutSystems geht es uns darum, dem Kunden zu ermöglichen, ein komplett digital unterstütztes Enterprise zu sein und wie gesagt, Low-Code without walls, wir können sämtliche Bereiche dabei abdecken. Das Ganze in einer Firma, wir sind in über 52 Ländern inzwischen vertreten auf der Welt, wir haben ein großes Partnernetzwerk, AgentBase ist einer davon. Wir sind Cross-Industry. Es gibt keine Industrie, die sich speziell dafür eignet, sondern sei es Manufacturing, sei es Finance im Banking- und Insurance-Umfeld, sei es der gute deutsche Mittelstand, seien es Telekom-Firmen. Es gibt viele, viele Firmen, sei es im Biotechnik-Umfeld, die im Endeffekt mit Low-Code Innovationen umsetzen und entsprechend ihr Business voranbringen. Wir haben auch eine sehr große Community. Die Zahl ändert sich so schnell. Inzwischen sind wir, glaube ich, auf über 200.000 Community-Member angewachsen, sodass ich, wenn ich heute ein Problem habe und nach einer Lösung suche, ich nicht nur auf OutSystems angewiesen bin, sondern eine große Community im Hintergrund habe, die mir dabei helfen kann. Und das mit einer großen Menge an Kunden, hier nur eine kleine Auswahl davon, die im Endeffekt von all diesen Vorteilen profitieren. Nämlich von einer reduzierten Zeit. Wir sprechen immer von einer Time to Value, das heißt die Zeit von der Entscheidung für Low-Code bis zur Zeit, dass ich tatsächlich einen Business Value aus dieser Initiative rausbekommen habe und reduzierten Kosten, die sowohl im Bereich initiale Kosten, jährliche laufende Kosten, als auch die gesamte TCO-Betrachtung sehr viel niedriger sind als eine traditionelle Entwicklung. Und das Ganze basiert auf vielen technischen Features, die ich halt auch innerhalb der Plattform habe und die mir ermöglichen, mit dieser Plattform zu arbeiten. Das ist zum einen, wie erwähnt, die Möglichkeit, sehr schnell eine Anwendung herzustellen und zwar sowohl eine erste Anwendung herzustellen, als auch diese Anwendung an den Punkt zu bringen, dass sie Enterprise-ready und ready for deployment ist. Das ist der ganze Bereich Visual Full-Stack Development. Das heißt, ich gehe her und kann den Großteil meiner Anwendung rein visuell entwickeln, kann ihn rein visuell warten. Das heißt, ich habe auch einfacher einen Überblick darüber, was eigentlich in meiner Anwendung passiert. Ich habe auch einfacher die Möglichkeit, wenn ich eine Anwendung teste und auf Fehler stoße, diese Fehler tatsächlich zu finden. Wir haben einen Mechanismus, den bezeichnen wir als Single-Click-Deployment. Das bedeutet, wenn ich mit der Entwicklung oder mit meinem entsprechenden Sprint oder meiner Teilentwicklung fertig bin, kann ich mit dem Klick wirklich eines Knopfes dafür sorgen, dass die Applikation auf den Server deployed wird. Dass die Applikation in der Cloud oder on-premise, je nachdem welches Modell ich gewählt habe, lauffähig ist, getestet werden kann und in Produktion gebracht werden kann. Und das Ganze zusammen mit der Möglichkeit, dass ich ein permanentes Checking habe, dass ich ein Feedback von der Anwendung darüber habe, habe ich korrekt entwickelt. Wo sind gegebenenfalls Performance-Probleme, wo sind gegebenenfalls Sicherheitsprobleme, mit Hinweisen darauf, was ich eigentlich ändern kann.
hin zu dem Punkt, dass ich KI unterstützt die Möglichkeit habe, Hinweise zu bekommen, was denn Sinn machen würde, als nächstes als Parameter mit einzutragen, als nächsten Schritt in einen Business-Prozess mit reinzunehmen und ähnliche Dinge. Die Unterstützung, dass ich auf diese grafische Art und Weise ebenfalls Mobilapplikationen entwickeln kann, vornehmlich mit Sachen wie Xcode oder ähnlichen Tiefen der Mobilentwicklung herumschlagen zu müssen. Automatisiertes Refactoring, Unterstützung der Plattform, um das, was ich entwickelt habe, tatsächlich auch in eine noch übersichtlichere Form zu bringen, in meine Architektur mit reinzubringen und solche kleinen Goodies wie In-Application-Feedback out of the box. Das heißt, wenn Sie Ihre Mobilapplikation entwickelt haben und sich entscheiden, Sie möchten einem Teil Ihrer Power-User die Möglichkeit geben, in der Applikation Feedback zu geben, ist das ein Feature, was Sie mit einem Knopfdruck innerhalb der Plattform konfigurieren können. Dazu der ganze Bereich Integration. Es gibt einen großen Rahmen von bereits vorhandener Konnektoren in unterschiedlichste Backend-Systeme, seien das Konnektoren Richtung Standard-Web-Services, SOAP und REST-basiert, seien das Konnektoren in verschiedene Cloud-Services wie IBM Watson, Google Maps and Analytics, Okta oder ähnliche Komponenten, die bei uns existieren, seien das Möglichkeiten der Connectivity in verschiedene Datenbanken, Oracle, SQL Server, DB2, was auch immer. Darüber hinaus auch da wieder die Möglichkeit herzugehen, wenn die vorhandene Plattform mir nicht das liefert, was ich genau brauche, weil ich ein sehr exotisches Backend-System zusätzlich habe, die Möglichkeit herzugehen und mir meinen eigenen Connector zu bauen, den ich innerhalb der Plattform verwenden kann. Out of the box, die Möglichkeit auf sehr einfache Art und Weise ein UI herzustellen, was wirklich state of the art ist, was so aussieht, wie UIs heutzutage halt aussehen, ein modernes Look and Feel mir liefert. Wir haben vorgefertigte Komponenten, die wir nach einer Marktanalyse hergestellt haben und die innerhalb der Plattform enthalten sind. Das heißt, das, was Sie heute in den typischen großen Applikationen finden, sei es LinkedIn, Facebook, Amazon, Google Mail, finden Sie als UI-Komponenten bei uns und können die automatisiert in Ihre Anwendung per Drag and Drop übernehmen. Allerdings auch da wieder die Möglichkeit, wenn das, was als vorgefertigte Komponenten existiert, nicht genau Ihren Anwendungsfall abdeckt, ermöglichen wir auch da, die Komponenten zu erweitern oder anzupassen, um genau das zu haben, was Sie als Corporate Identity haben wollen. Die Geschwindigkeit, mit der Sie da allerdings ein UI zusammenstellen können, ist nicht vergleichbar mit dem, was Sie von der Handprogrammierung heutzutage kennen. Und die Möglichkeit Low-Code without Constraints, wie ich gesagt habe. Es gibt keine Begrenzung dessen, was Sie im Low-Code machen können, beziehungsweise was Sie innerhalb der Plattform machen können. Sie können Ihre eigenen Erweiterungen erstellen und in die Plattform mit reinnehmen. Das heißt, der Handcodierer, der wirkliche Spezialist, erstellt die einmal und das Team von Low-Code-Entwicklern kann die in unterschiedlichsten Anwendungen per Drag-and-Drop verwenden. Basierend auf Standard-Code mit einem Modell, was am Ende des Tages ohne Interpreter, nämlich mit einem Compiler, mit einem hochperformanten, hocheffizienten System erwartet. Enterprise-Grade Operations. Innerhalb der Plattform, die ganzen Bereiche, die dabei wichtig sind, das typische Sicherheit. Wie skaliere ich eine Plattform, gegebenenfalls ausfallsicher, über unterschiedliche Regionen mit unterschiedlichen Anforderungen und mache das Ganze mit einer hochperformanten Plattform, basierend auf einer Architektur, die auf Best Practices basiert und entsprechend erweiterbar ist. Das Ganze zusammen mit einem Unbreakable Deployment. In dem Moment, wo Sie eine Applikation, die wir entwickelt haben, tatsächlich zum Testen bzw. in Produktion bringen wollen, haben wir automatisierte Tools dahinter, die dafür sorgen, was ist eigentlich die Auswirkung, wenn ich das reinbringe? Habe ich irgendwelche Konsistenzprobleme? Wie bin ich in der Lage, ein Rollback einer Version zu machen auf eine vorige Version? Einfach um auch gewisse Änderungen, die ich gemacht habe, wenn ich sie im Test dann in Probleme laufe, schnell wieder zurückzunehmen. Ein automatisiertes Staging durch die verschiedenen Systeme und dafür zu sorgen, dass sämtliche Dependencies mitgenommen wurden. Und in dem Moment, wo ich die Applikation in Produktion habe, auch in der Lage zu sein, dann Metriken darüber zu haben, wie meine Applikationen eigentlich ablaufen, von der Performance-Seite, allerdings darüber hinaus auch von der User-Adoption-Seite her. Etwas, was wir gerade im Programm haben, das nennt sich Outsystem Insights, im Moment in Beta, wo ein Endnutzer auch ein Feedback geben kann, ich einen kompletten Feedback-Mechanismus über die Qualität habe, wie eine Applikation beim Kunden ankommt. Die Metriken jetzt tatsächlich mehr auf der Performance-Seite, automatisch instrumentiert. Aus Performance-Gründen, wenn ich will, kann ich das natürlich wegkonfigurieren. Die meisten Kunden lassen es allerdings drin, weil es einen sehr großen Mehrwert darüber liefert, wie die Applikation performt. Und auch die Möglichkeit, zur Laufzeit ein Drilldown zu machen, zu schauen, wo Probleme sind und schnell aus dem Feedback, wo ich gegebenenfalls ein Performance-Problem identifiziert habe, ebenfalls hinzukommen zu dem Punkt, wo habe ich die Ressource, die ich anfassen muss,
um sie zu ändern und das Problem zu lösen. Und das gibt uns eben all die Features, die uns ermöglichen, innerhalb der Plattform eine Unterstützung für die digitale Transformation beim Kunden zu liefern, von den Basisfeatures, von den technischen Komponenten, die ich Ihnen gerade noch am Ende gezeigt habe, hinzu, ist der Kunde in der Lage, auf schnelle Art und Weise, flexibel und agil auf Business-Anforderungen zu reagieren und diese Anforderungen in ein digitales System umzusetzen, was sein tägliches Business entsprechend unterstützt. Ich hoffe, das hat Ihnen einen ersten Einblick dazu gegeben, was Low-Code ist, wo Low-Code Verwendung finden kann und wieso Low-Code auch für Sie interessant sein kann. Und ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben heute Morgen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich darauf, Sie bei den nächsten zwei Webcasts hoffentlich wiederzusehen. Dankeschön. Danke auch. Danke, Herr Kuckert. Also ich war bis jetzt schon immer sehr begeistert, aber die Begeisterung nimmt immer mehr zu. Also man muss es auch mal live gesehen haben, das bieten wir als Agentbase als Partner auch gerne an.